Der WeWin Award präsentiert das nachhaltige Startup ChargeX. Wir wollen mehr über euch wissen, also worum geht es? Wir bei ChargeX sehen uns als Enabler für das Thema Elektromobilität, denn wir sagen, jedes Auto braucht auch Ladeinfrastruktur, jedes Elektroauto. Und dabei fokussieren wir uns auf den allerwichtigsten Bereich, nämlich das Thema Destination Charging. Denn in Zukunft werden die Fahrzeuge dort geladen, wo sie auch länger stehen, nämlich tagsüber beim Arbeitgeber, nachts über zu Hause, in Tiefgaragen, Eigentümergemeinschaften. Und genau für diesen Use Case entwickeln wir ein modulares Ladesystem, das Lastmanagement integriert hat und über einen längeren Zeitraum die Fahrzeuge bedarfsorientiert auflädt. Wir wollen die Welt ein Stück besser machen. Was macht ihr für Nachhaltigkeit? Unser Produkt ist natürlich ein essentieller Bestandteil, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Wir brauchen einfach einen schnellen Wandel weg vom Benzinmotor, weg vom Dieselmotor. Und die Elektromobilität schafft es einfach, gerade in urbanen Räumen auch die Emissionen runterzubringen. Und da ist unser Produkt natürlich essentiell, dass wir die Ladeinfrastruktur aufbauen. Diesen Impact generieren wir mit unserem eigenen Produkt, aber wir versuchen natürlich auch intern unseren Impact und unsere CO2-Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Unsere eigene Flotte ist komplett elektrisch, alle Dienstreisen werden entweder mit dem Elektroauto oder mit der Bahn getätigt. Und wir versuchen auch zum Beispiel unsere Bankgeschäfte über eine sozial-ökologische Bank abzudecken, um unseren eigenen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Wer seid ihr eigentlich genau? Stell dich und dein Team doch mal bitte vor. Mein Name ist Tobias, ich bin einer der Gründer von ChargeX, bin schon seit mehreren Jahren im Bereich Elektromobilität aktiv, sei es beruflich, aber auch durch ein eigenes Elektroauto. Ich habe selber Mobilitätsmanagement studiert und mache das Thema bei ChargeX gemeinsam mit zwei weiteren Gründern, dem Michael, Wirtschaftsingenieur, zuständig für den Bereich Regularien, Normen und Business Development, aber auch der John, CTO, zuständig für die Technik, dass sie auch in hohen Stückzahlen später funktioniert. Und unser Team ist schon ein bisschen größer geworden. Wir haben den Max, wir haben den Daniel, wir haben den Thomas. Viel im Bereich Software Development, aber auch strategischer Einkauf. Und somit ist das Team schon gar nicht mehr so klein. Und was ist besonders an euch? Also was ist euer USP? Wir haben einfach gemerkt, dass in diesem Bereich Destination Charging eigentlich die Fahrzeuge den Großteil der Zeit vollgeladen vor diesen Ladestationen rumstehen. Und unsere Idee war einfach, die Technik von einer Ladestation für verschiedene Fahrzeuge herzunehmen. Und genau das haben wir gemacht mit einem modularen System. Das heißt, wir haben eine Hauptstation, die Plug-and-Play erweitert werden kann um verschiedene weitere Ladepunkte. Und damit können wir über einen längeren Zeitraum genauso die Fahrzeuge aufladen, allerdings deutlich günstiger, weil wir teure Komponenten einsparen. Und das Ganze ist auch noch leichter zu installieren, Plug-and-Play. Und dadurch streichen wir auch den Elektriker raus, der einfach sehr, sehr viel Geld kostet. Jetzt für deinen Favoriten abstimmen. wewin-award.de